Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ZDF Mittagsmagazin. Schlechte Nachrichten aus Nepal, schon wieder ein schweres Erdbeben, fast so stark wie das vor 2,5 Wochen. Unsere Themen heute. Nepal kommt nicht zur Ruhe, neues Erdbeben fordert wieder Tote und Verletzte. Umstrittene Quotenregelung, EU will 40.000 Flüchtlinge auf Mitgliedstaaten verteilen. Wenn die Mutter umsorgt werden muss über die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Und 6.000 Chinesen in Nizza, gigantischer Betriebsausflug sorgt für großes Aufsehen. Ja, schon wieder das arme Nepal, dieses bitterarme Land, das nach dem schweren Erdbeben vor 2,5 Wochen so viel Leid, Not und Elend erfahren musste. Damals haben die Seismografen die Stärke von 7,8 gemessen. Heute Morgen zu unserer Zeit waren es dann 7,4, also ebenfalls ein sehr schwerer Erdstoß. Das Epizentrum lag zwischen der Hauptstadt Kathmandu und dem Mount Everest-Massiv an der Grenze zu China, direkt bei der Stadt Namche. Das Beben fand in einer Tiefe von 18,5 Kilometern statt, also etwas tiefer als das letzte Erdbeben vor 2,5 Wochen. Ja, bislang haben uns nur sehr wenige Bilder aus Nepal erreicht. Sie zeigen neue Zerstörungen, beschädigte Gebäude. Man sieht Menschen in Angst, die ihre Häuser verlassen, die ins Freie fliehen, um sich so in Sicherheit zu bringen. Fragen wir unseren Asien-Korrespondenten Peter Kunz, jetzt live zugeschaltet aus Singapur. Peter, was sind denn Ihre letzten Informationen aus dem Erdbebengebiet? Man zählt die Toten und die Verletzten. Momentan steht die Zahl der Toten bei 23. Hoffentlich bleibt es so, ich sag mal, gering. Aber das ist ja immer so. In den ersten Stunden der Katastrophe haben wir niedrige Todeszahlen, Opferzahlen. Dann plötzlich steigen sie sehr schnell an. In diesem Fall könnte es sein, dass die Art des Erdbebens dafür gesorgt hat, dass die Zerstörung nicht ganz so schlimm ist wie beim ersten Mal. Es waren offensichtlich sehr lange Wellen, lange Erdbebenwellen, nicht die kurzen, verheerenden, rüttelnden Erdstöße, die dann sofort Gebäude zum Einsturz bringen, sondern hier lagen zwischen den einzelnen Wellen lagen ein paar Sekunden jeweils. Also wir hören von Gebäuden in Kathmandu, die zusammengestürzt sind. Das sind aber welche, die tatsächlich schon vorher Risse hatten. Auf dem Durbar Square in der Mitte der Hauptstadt, das religiöse, kulturelle Zentrum für die Nepalesen, da wo auch die großen Tempel standen, da ist offensichtlich alles, was stehen geblieben ist nach dem ersten Beben, auch jetzt noch stehen geblieben. Also wie gesagt, es ist erst 2 Stunden her, etwas über 2 Stunden, und wir müssen schauen, was jetzt über die Nacht an Berichten aus den anderen Landesteilen noch zusammenkommt. Ja, Experten hatten ja immer davor gewarnt, nach dem Beben ist vor dem Beben sozusagen. Nachbeben sind ja auch nichts Ungewöhnliches, aber ein solcher schwerer Erdstoß schon, oder? Oder musste man auch mit so etwas rechnen? Ach, das mit den Vorhersagen, selbst bei den Experten, und ich bin keiner, ist ja so eine Sache. Also diese Erdbebengeschichte ist ein bisschen wie Spökenkieken. Da gibt es viele Hinweise auf Spannungen, die sich aufbauen. Man wusste in Nepal, da kommt irgendwas, weil die tektonischen Spannungen groß waren. Aber dann genau vorherzusagen, jetzt kommt noch eins hinterher, oder all diese Dinge, meistens stimmen die Vorhersagen der Wissenschaftler dann nicht. In diesem Fall hat es eine Menge Angstmache gegeben in Nepal. Schon in den ersten Tagen hieß es immer wieder, es kommt ein neues großes Beben. Wer das wissen wollte und woher, das ist nie klar geworden. Tatsache ist, dass es hier eine Zone ist, in der so etwas immer passieren kann, dass sich nach wie vor die Erde dort zurechtrüttelt. Und ob man das nun als neues Beben bezeichnet oder als schweres Nachbeben, die Leute sind eben noch nicht durch mit dieser Geschichte. Ja, vielen Dank, Peter Kunz, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank nach Singapur. So, und wie ich gerade höre, haben wir jetzt auch zumindest eine telefonische Verbindung direkt in die nepalesische Hauptstadt nach Kathmandu zu Birgit Zeitler. Sie ist dort Mitarbeiterin der Welthungerhilfe. Frau Zeitler, wie haben Sie das Beben in Kathmandu erlebt? Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck vor Ort? Also ich habe ja auch das Vorgespräch gerade mitgehört, und ich glaube, uns allen ist hier relativ egal, ob es als Nachbeben oder neues schweres Beben tituliert wird. Es war definitiv sehr viel stärker als das, was wir die letzten 2,5 Wochen mitgemacht haben. Es hatte auch eine andere Art des Bebens. Es war nicht dieses kurze, sondern es war sehr lang. Ich habe es vorhin irgendwie mal so verglichen, wie wenn man auf einem Boot steht, auch mit schwerem Seegang. Insofern waren wir alle so ein bisschen erst noch ziemlich entspannt im Büro gesessen und hatten uns überlegt,
gehen wir raus oder gehen nicht raus. Und dann fing es an und wir merkten, es wird doch stärker. Und dann sind wir eben auf den Hof gerannt, beziehungsweise dann auf die Straße. Und ich denke, das war dann auch eine recht gute Entscheidung. Und wie sieht es jetzt in der Hauptstadt Kathmandu aus? Haben Sie da einen Überblick über weitere Beschädigungen, vielleicht auch über weitere Opfer vor Ort? Nein, also einen Überblick hat man jetzt nicht. Man versucht, auf freien Flächen zu bleiben, ob es jetzt irgendwo in einem Hof ist oder in einem Garten, weil es ja doch immer wieder ab und zu so ein bisschen ruckelt. Und wir haben zwar von unserem Büro aus, das ist etwas erhoben, liegt es, über die Stadt geguckt und dann sah man schon, dass einige Häuser, ich nehme auch an, die waren vorher schon stark beschädigt, zusammengefallen sind. Also man sah dann diese Staubwolken aufsteigen. Es war natürlich Panik auf der Straße, das ist klar. Die Menschen haben das jetzt auch zum zweiten Mal mitgemacht und man kann ja das auch nicht abschätzen. Wird es mehr, wird es weniger, was fällt jetzt noch alles um? Aber ein Überblick, was tatsächlich jetzt hier los ist oder ob es hier Tote gegeben hat, das wäre jetzt noch viel zu früh. Ja, und haben Sie irgendwelche Informationen von außerhalb Kathmandus, etwa aus der Stadt Namche und dieser Region, dort wo das Epizentrum des Bebens gelegen hat? Da ist es ganz schlecht durchzukommen. Es sind die Telefonleitungen sofort nach dem Beben zusammengebrochen. Es war unwahrscheinlich schwierig. Auch unsere lokalen Mitarbeiter im Büro haben versucht, ihre Familie zu erreichen. Die eine hat Familie in Gorka, was auch ja stark betroffen war vom letzten. Die hat es dann irgendwann geschafft, durchzukommen. Bei ihr war soweit alles in Ordnung. Aber das sind ganz punktuelle Informationen, die reinkommen. Wir sind ganz weit von einem Überblick der Lage entfernt. Danke, Birgit Zeitler, Mitarbeiterin der Welthungerhilfe, für diesen Lagebericht aus Nepal und aus Kathmandu. Ja, liebe Zuschauer, weitere aktuelle Informationen zur Situation in Nepal nach diesem zweiten schweren Erdbeben innerhalb von nur 2,5 Wochen finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Katastrophen wie die in Nepal berühren uns alle, auch wenn sie ganz, ganz weit weg passiert sind. Näher gerückt sind uns andere Katastrophen durch die Menschen, die zu uns nach Europa fliehen, etwa vor dem Krieg in Syrien oder der Armut in Afrika. Rund 220.000 kamen letztes Jahr allein über das Mittelmeer nach Europa. Dieses Jahr rechnet man mit noch mehr Menschen. In der EU streitet man sich darüber, wie man diese Flüchtlinge nun gerecht aufteilt. Die Kommission in Brüssel, die will morgen einen Vorschlag zu Aufnahmequoten vorlegen. Aber schon heute sind Einzelheiten bekannt geworden. EU-Länder mit starken Wirtschaft, die sollen mehr Asylbewerber aufnehmen. Ja, und das sorgt für Ärger. Aus Brüssel, Ina Dont. Diese Bilder haben Europa schockiert. Tausende Flüchtlinge sterben im April im Mittelmeer. Wieder einmal. Auf der Suche nach einem besseren Leben haben sie den Tod gefunden. Wieder einmal treten Europas Politiker eilig zu Sondersitzungen zusammen, halten betroffen schweigend inne und sehen sich endlich gezwungen zu handeln. Man beschließt, die Seenotrettung mit dreimal so viel Geld auszubauen, Schlepperbanden gezielt zu bekämpfen, illegaler Migration durch Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern vorzubeugen und die Flüchtlinge selbst in Europa besser zu verteilen. Die EU-Außenbeauftragte wirbt derzeit in New York für ein UN-Mandat, das erlauben soll, Schiffe der Schlepperbanden zerstören zu lassen. Wir wollen Leben retten, indem wir die Menschenhändler und Schmuggler bekämpfen. Wir müssen uns dem stellen, denn sie werden nicht von selbst verschwinden. Von den Flüchtlingen, die in Europa ankommen, werden derzeit 75% von nur 5 Ländern aufgenommen, darunter auch Deutschland. Das will die EU-Kommission ändern und morgen vorschlagen, im Notfall, also wenn der Andrang besonders hoch ist, soll ein Quotensystem greifen. Alle EU-Länder sollen dann Flüchtlinge aufnehmen. Berücksichtigt wird die Bevölkerungszahl, der Wohlstand, die Arbeitslosenquote. Auch die Zahl der bereits aufgenommenen Flüchtlinge wird eingerechnet. Ein Pilotprojekt, das erstmal mit 40.000 Flüchtlingen getestet werden soll. Widerspruch gibt es dennoch schon zuvor aus mindestens 6 europäischen Ländern, die sich die Quote nicht aufzwingen lassen wollen, so auch Großbritannien. Menschen, die wir aufgreifen, werden in den nächstsicheren Hafen gebracht, wahrscheinlich nach Italien. Sie haben nicht sofort Anspruch auf Asyl in Großbritannien. Doch in Italien und Griechenland etwa sind die Flüchtlingslager überfüllt. Die Länder können die Last allein nicht tragen. Nicht nur Flüchtlingsorganisationen kritisieren darum den Quotenvorschlag der Kommission, der nur im Notstand greifen soll.
Dabei wird nicht definiert, was ein Notstand eigentlich ist. Jetzt ist klar, wir haben einen, aber das wird ständig kritisiert, es wird debattiert. Was ist ein Notstand? Ich finde, es sollte lieber verbindliche Regelungen, Quotenregelungen gleich dafür geben, wenn Flüchtlinge ganz normal in die Europäische Union hereinkommen, denn es ist eine Verantwortung für die gesamte Europäische Union. Will die Europäische Union ihr Gesicht wahren, gilt es trotz aller Differenzen, schnelle Lösungen zu finden. Denn immer noch machen sich täglich Hunderte auf den gefährlichen Weg nach Europa. Ja, und wir schauen jetzt nach Deutschland, in die Hauptstadt. Dort wird etwas gefeiert, was eigentlich gar nichts Ungewöhnliches ist. Der Jahrestag einer diplomatischen Beziehung. Doch diese Beziehung war und ist eine ganz, ganz besondere. Die zwischen der Bundesrepublik und Israel. Vor 50 Jahren tauschten beide Länder Botschafter aus. Und heute, am zweiten Tag seines Staatsbesuchs, traf sich der israelische Präsident Rivlin erneut mit seinem deutschen Amtskollegen, dem Bundespräsidenten Gauck. Beide nahmen in Berlin an einer Konferenz der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum teil. Und danach empfing Angela Merkel den israelischen Gast im Kanzleramt. Ja, gestern haben wir Ihnen gezeigt, wie Deutsche und Juden hierzulande zusammenleben. Heute schauen wir nach Israel, genauer gesagt nach Tel Aviv. Dort gibt es einen Stadtteil, den nennt man das Deutsche Dorf. Ja, und dieses Deutsche Dorf, das war schon da, bevor es Tel Aviv überhaupt gab. Unsere Korrespondentin Nicola Albrecht hat es für uns besucht. Ziegeldächer, eine alte Kegelbahn neben einem Biergarten und nach schwäbischer Manier sauber gefegte Wege. Das macht das kleine Dorf Sarona aus. Nichts Besonderes, denken Sie? Doch, denn das deutsche Dorf liegt nicht auf der Schwäbischen Alb, sondern mitten in Israel, im Herzen von Tel Aviv. Und die Tel Aviver lieben es. Es ist ein toller Ort. Gut, dass er so schön wieder aufgebaut wurde. Wirklich ästhetisch, eine Oase zum Weggehen. Das Dorf war sogar schon vor Tel Aviv da. Stimmt, die Original-Templersiedlung stammt aus dem Jahr 1871. Shlomo führt täglich geschichtshungrige Israelis hier durch. Seine Perücke kein Original, sie soll der Vorstellungskraft der Besucher auf die Sprünge helfen. Genauso wie die deftigen Willkommensgrüße. Ihr seid sicher müde von der Anreise, liebe Templer, und ihr stinkt. Auch ich bin nach meiner Ankunft geschmolzen wie ein Schokopudding. Aber schön, dass wir Württemberg verlassen haben und im Heiligen Land angekommen sind. 37 Templerhäuser von schwäbischen Pietisten wurden perfekt restauriert und beherbergen Geschäfte und Restaurants. Davor war das Viertel jahrzehntelang militärisches Sperrgebiet. Wer sich durch die unterirdischen Gänge in die ehemaligen Weinkeller vorwagt, landet in einem Spitzenlokal und kann sich wohl kaum mehr vorstellen, dass die Israelis Ende der 40er Jahre hier heimlich Militärflugzeuge gebaut haben. Nach der Staatsgründung dann war hier ein Safe, der sicherer war als jeder Bunker. Denn genau hier war die erste offizielle Münzprägestätte Israels. Fast 120 Millionen Euro gaben die Stadtverwaltung und private Investoren aus, um Sarona wieder aufzubauen. Und das, obwohl die Menschen hier auch wissen, dass viele Templer mit den Nazis sympathisierten und hier in den 30er Jahren Hakenkreuzfahnen wehten. Doch um den dunklen Teil der Geschichte scheren sich die jungen Israelis, die heute zum Biertrinken herkommen, nicht. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel werden immer besser. Die Wiedergutmachungsbemühungen aus Deutschland haben nicht aufgehört. Und Israel schätzt das auch heute noch. Ich kann nur sagen, die Israelis lieben das deutsche Bier. Viele kommen immer wieder hierher. Also Prost und L'chaim auf gute Beziehungen. Ja, wie schön friedlich und fröhlich kann die Welt doch sein. Aber um Israel herum stehen große Teile der arabischen Welt in Flammen, wie etwa im Jemen. Dort wütet ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den schiitischen Husi-Rebellen und den Anhängern des nach Saudi-Arabien geflohenen Präsidenten Hadi. Und Saudi-Arabien führt ein Militärbündnis an, das diese Husi-Rebellen seit Wochen massiv aus der Luft angreift. Zwischen den Fronten und mittendrin, wie immer, die Zivilbevölkerung, die schlimmstes Leid erfährt. Deshalb hat das von Riad angeführte Militärbündnis eine fünftägige Feuerpause angekündigt, die heute Nacht beginnen soll. Dietmar Ossenberg berichtet. In Aden, der südlichen Hafenstadt des Jemen, sieht es mittlerweile genauso aus wie in vielen syrischen Städten. Ganze Straßenzüge sind zerstört, die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Wenige Stunden bevor der Waffenstillstand in Kraft treten soll, wird weiter heftig gekämpft.
Die verfeindeten Parteien überbieten sich gegenseitig mit Siegesmeldungen. Doch die Lage ist unübersichtlich. Wir werden Aden und den ganzen Süden von diesen Husi-Rebellen säubern, die unser Land überfallen haben. Ganze Stadtteile von Aden sind ohne Strom. Wasserpumpen funktionieren nicht. In den wenigen Kampfpausen verteilen Tankwagen spärliche Wasserrationen. Die Temperaturen liegen bereits jetzt über 30 Grad. Wir rufen die Welt zu Hilfe. Wir sind von den Husi-Rebellen eingekesselt. Wir haben nichts mehr. Die Bäuche unserer Kinder sind geschwollen. Es gibt keine Medizin. Auch die UN-Hilfsorganisationen warten auf die Feuerpause. Wir hoffen, dass der Waffenstillstand hält und alle Seiten garantieren, dass wir mit unserer Hilfe beginnen können. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Die Menschen können so nicht mehr weiterleben. Innerhalb einer Woche werden die Krankenhäuser schließen und das ganze Wassersystem zusammenbrechen. In 19 von 22 Provinzen des Jemen wird gekämpft. Wenn der Waffenstillstand hält, müsste auch Saudi-Arabien ab heute Abend seine Luftangriffe auf die Stellungen der Houthi-Rebellen einstellen. Das sunnitische Nachbarland Saudi-Arabien versucht seit Wochen mit massiven Angriffen aus der Luft das Vordringen der schiitischen Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, zu stoppen. Saudische Panzer auf dem Weg zur jemenitischen Grenze. Längst hat sich der Konflikt internationalisiert, ist zu einer Art Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran geworden. Und obwohl die Amerikaner Saudi-Arabien unterstützen, treibt sie die Sorge, dass sich der Konflikt noch ausweiten könnte. Wenn dieser Waffenstillstand hält, könnte sich die Tür für eine Verlängerung der Waffenruhe öffnen und die Möglichkeit, einen politischen Prozess in Gang zu setzen, um diesen Konflikt zu lösen. Doch die Chancen dafür sind eher gering, denn die Konfliktlinien gleichen denen in Syrien und im Irak. Und hier geht es jetzt erst einmal weiter mit Norman Odenthal und den Nachrichten im ZDF-Mittagsmagazin. Und die beginnen heute mit dem Besuch von US-Außenminister Kerry im russischen Sotschi. So ist es. Jemen, haben wir gerade gehört, Ukraine oder Syrien, Krisenherde, über die man reden muss. Kerry ist erstmals seit 2 Jahren wieder zu Gesprächen nach Russland gereist. Im Schwarzmeerkurort Sotschi traf er zunächst Außenminister Lavrov. Anschließend soll es auch ein Gespräch mit Präsident Putin geben. Besonders der Konflikt in der Ostukraine belastet das russisch-amerikanische Verhältnis. Nach den jüngsten Flüchtlingsdramen im Mittelmeer plant die EU einen Militäreinsatz. Die Außenbeauftragte Mogherini warb vor dem UN-Sicherheitsrat für ein robustes Mandat. Boote der Schlepper sollen schon vor der Abfahrt zerstört werden. Das Geschäft mit dem Leid der Flüchtlinge sei auch eine sicherheitspolitische Krise, sagte Mogherini. Die Schlepperbanden hätten Verbindungen zu Extremistengruppen und würden terroristische Aktivitäten finanzieren. Die Gewerkschaft Verdi hat heute zu Warnstreiks bei der Post aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Niederlassungen in Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein. In den nächsten Tagen soll es weitere Streiks geben. Viele Pakete und Briefe könnten deshalb mit Verspätung ankommen. Verdi fordert, die Arbeitszeit von 38,5 auf 36 Stunden zu verkürzen, bei vollem Lohnausgleich. An den Börsen geht es bergab. Reinhard Schlieker in Frankfurt, vor allem die undurchsichtige Lage in und um Griechenland verdirbt den Anlegern offenbar die Stimmung. Ja, und das gründlich. Immer mal wieder wird die Krise der Griechen aus dem Bewusstsein verdrängt. Sie meldet sich aber ebenso regelmäßig zurück. Beim Treffen der EU-Finanzminister, die noch immer keine Reformliste aus Athen auf dem Tisch haben, rückt eine weitere Milliardenhilfszahlung an Griechenland in die Ferne, während die Stunde der Wahrheit offenbar näher kommt. Derzeit halten nur Notkredite der Europäischen Zentralbank das Land über Wasser. Sollte die EZB diese stoppen, bräche dort in wenigen Tagen das Bankensystem zusammen. Derweil kommen weitere etwas verstörende Details ans Licht. Die Athener Regierung kratzt landesweit die letzten Euros zusammen. So etwa schickten griechische Behörden gerade rund 600 Millionen regional auffindbare Euro nach Athen. Und die Zahlung einer heute fälligen Schuldenrate an den Internationalen Währungsfonds soll angeblich nur durch Umbuchung von einem IWF-Kreditkonto Griechenlands auf ein anderes gelungen sein. Also trickreich seitwärts verschoben, aber nicht aufgehoben. Das alles sorgt für mehr als Kopfschütteln in der Finanzwelt. Und so entdeckt die Börse heute den Reiz der Tiefe wieder. Im Moment sind es minus 203 Punkte. Das verzeichnet der DAX auf dem Weg nach unten.
Es ist klar, was die Finanzmärkte beruhigen würde, ein vernünftiges Reformprogramm mit Aussicht auf Besserung. Athen allerdings kommt das immer noch spartanisch vor. Informationen und Einschätzungen von Reinhard Schlieker. Vielen Dank dafür nach Frankfurt. Der Warenhauskonzern Karstadt schließt 5 weitere Filialen. Das teilte der Konzern soeben mit. Das Unternehmen begründete die Schließungen unter anderem mit einer seit Jahren negativen Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Standorte. Der Energieriese Shell darf wieder nach Öl und Gas in der Arktis bohren. Die US-Regierung hat die Pläne unter Umweltauflagen genehmigt. Schon im Sommer könnte es losgehen. In der Arktis werden etwa 22% der weltweit unentdeckten Öl- und Gasreserven vermutet. Umweltschützer kritisieren die Entscheidung. Der Konzern hatte sein Vorhaben vor 2 Jahren unterbrochen, wegen technischer Probleme an den Förderanlagen. Beim Auktionshaus Christie's in New York hat ein Kunstliebhaber für einen Picasso umgerechnet gut 160 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Damit sind die Frauen von Algier zum bislang teuersten je versteigerten Gemälde geworden. Das Ölbild, das der spanische Künstler 1955 malte, hatte ein 12-minütiges Wettbieten ausgelöst. Ein Telefonbieter erhielt schließlich den Zuschlag. Seine Identität unbekannt. Heute hat in Frankfurt der Deutsche Ärztetag begonnen. Neben gesundheitspolitischen Themen geht es dort auch um die Reformvorhaben der Bundesregierung. Die hat sich die bessere medizinische Versorgung zur Aufgabe gemacht. Denn obwohl es in unserem Land viele Ärzte gibt, gibt es auf dem Land viel zu wenige. Und in den Ballungszentren dagegen verhältnismäßig viele. Mit dem sogenannten Versorgungsverstärkungsgesetz, fürchterliches Wort, soll das jetzt alles anders werden. Aber hier lagen bisher die Vorstellungen der Ärzte und die des Bundesgesundheitsministers ziemlich weit auseinander. Alexander Röttig erklärt uns das jetzt an einem Beispiel. Über Jahrzehnte hat sie diese Praxis aufgebaut. Angelika Haus ist Neurologin und Psychiaterin und damit gleich doppelt gefragte Fachärztin. Doch ein möglichst gewinnbringender Verkauf ihrer Praxis wäre in Gefahr, wenn das Versorgungsverstärkungsgesetz kommt. Ihre Sorge? Dass ich das, was ich hier aufgebaut habe, in das ich ja auch viel Geld gesteckt habe, was eigentlich generell bei einem Freiberufler wie einem Arzt dazu dient, die Altersversorgung zu sichern, dass ich das wahrscheinlich weitestgehend verlieren würde. Das Problem? Ihre Praxis liegt in Köln, einem Gebiet mit einer Überversorgung von mehr als 10%. Hier sollten künftig überzählige Praxen nach Ausscheiden älterer Ärzte geschlossen werden, gegen Entschädigung, aber wohl mit deutlichen finanziellen Abstrichen. Bis zu 25.000 Praxen hätte das treffen können, warnen die Kassenärzte. Wir werden ein Versorgungsproblem haben. Wir sind der Meinung, wir haben nicht zu viele Praxen, wir haben zu wenig Ärzte und vor allen Dingen haben wir sie nicht an der richtigen Stelle. Und ich glaube, dass dieses Problem durch diese neue gesetzgeberische Initiative nicht gelöst werden kann. Nach massiven Ärzteprotesten ist Gesundheitsminister Gröhe nun zurückgerudert. Erst ab 40% Überversorgung soll es Schließungen geben. Und sein Haus teilt mit: Auch künftig bleibt die Nachbesetzung eines Arztsitzes immer dann möglich, wenn er aus Versorgungsgründen erforderlich ist. Über jeden einzelnen Fall entscheiden Ärzte und Krankenkassen in den Zulassungsausschüssen vor Ort gemeinsam. Viele Patienten aber fragen sich ohnehin, worin die beklagte Überversorgung besteht. Auf einen Termin beim Neurologen wartet man mancherorts Monate. Man wartet jetzt schon lange genug auf die Facharzttermine. Manchmal wird man auch komplett abgewiesen mit der Begründung, man soll in einem halben Jahr noch mal anrufen. Das ist als kranker Mensch, ist das unzumutbar. Ich fühle mich in Köln in keinster Weise überversorgt. Für andere Regionen kann ich natürlich nicht sprechen. Ich habe alleine hier als chronisch kranke Patientin sehr lange auf einen Termin gewartet und möchte auf gar keinen Fall diese Praxis verlieren. Angelika Haus fragt sich, ob die angebliche Überversorgung in Köln überhaupt korrekt gemessen wird. Sie behandelt nicht nur Kölner Patienten, sondern auch welche aus dem Umland. Praxisschließungen würden die Versorgung deutlich verschlechtern, meint sie. Ich rede von der normalen psychiatrischen Versorgung und das sind immer Fälle, die sind schlimm. Ja, sonst müssten sie nicht zum Psychiater gehen. Ich denke, dass die Wartezeiten sich enorm verlängern würden. Mit den Korrekturen an Gröhes Gesetzentwurf wären nun weniger Praxen bedroht. Angelika Haus aber versteht die ganze Debatte nicht. In ihrem Fachgebiet, so meint sie, gäbe es eher zu wenig Ärzte. Keine Macht den Drogen, so hieß ja einst eine Kampagne der Bundesregierung. Ja, schaut man auf Berlin-Kreuzberg, genauer gesagt in die Straßen und den Görlitzer Park, dann wäre sie dort auf jeden Fall gescheitert. Denn dort beherrscht der florierende Drogenverkauf den Alltag der Anwohner. Die Dealer, die agieren aggressiv und ohne jede Scham. Weil Verwaltung und Polizei machtlos wirken, wollen nun viele wegziehen. Auch aus Angst um die eigenen Kinder. Andrea Schulze hat sich für uns vor Ort ein Bild gemacht.
Der Görlitzer Park im Berliner Bezirk Kreuzberg, das sind 14 Hektar Grünfläche und der wohl größte Umschlagplatz für harte Drogen bundesweit. Seit 1. April gilt hier Null Toleranz. Besitz und Konsum schon kleinster Mengen Marihuana sind eigentlich verboten. Doch der Park und seine Anwohner kommen einfach nicht zur Ruhe. Verstärkte Polizeirazzien schrecken die Dealer nicht ab. Jetzt werden die Drogen nur ein paar Meter weiter mitten im Wohngebiet verkauft, direkt vor den Hauseingängen. Die Anwohner sind verängstigt und empört, fühlen sich im Stich gelassen. Mitten in einem Wohngebiet, wo Spielplätze sind, Kinderläden, Kindertagesstätten, Schulen. Teilweise auf dem Schulhof fangen die sogar an zu dealen und das ist nicht in Ordnung. Mein Kind kam vor 3 Monaten mit einem Tütchen Gras aus dem Gebüsch. Man wird angesprochen, es wird einem hinterhergelaufen, es ist einfach nur abartig. Aus den anfangs rund 50 Dealern sind in den letzten 2 Jahren über 200 geworden. Die meisten von ihnen Flüchtlinge aus Afrika. Aufnahmen mit versteckter Kamera. Viele Anwohner wollen aus Angst vor den Drogenhändlern wegziehen. Eltern haben Angst um ihre Kinder, denn die Dealer bunkern ihre Drogen sogar auf Spielplätzen. Es sind hier auch in diesem Park Drogen gefunden worden vom kleinen Kinder, die eingegraben, gebuddelt waren. Das sind Hartdrogen, Kokain. Und seitdem fürchten wir als Einwohner so dermaßen, dass wir unsere Kinder nicht unbeaufsichtigt auf diese Parkanlage lassen. Zwar gibt es nun fast täglich Patrouillen der Polizei, immer wieder Razzien. Doch die Dealer spielen Katz und Maus mit der Polizei. Sobald die Beamten um die Ecke sind, gehen die Geschäfte weiter. Auch uns werden von den Dealern immer wieder Drogen angeboten. Ganz offen, mitten im Wohngebiet. Ich selber habe es auch beobachten können, wenn man dort als Polizei im Park ist, wird man sehen, dass relativ schlagartig sich da einige Personen dann entfernen. Ja, da arbeiten wir, da bitte ich jetzt um Verständnis, dass ich jetzt nicht in die einsatztaktischen und polizeioperativen Maßnahmen eingehe. Aber glauben Sie mir, dass wir auch da versuchen, der Situation zu begegnen. Es ist sicherlich kein Auftrag oder keine Aufgabenstellung, die heute oder morgen erledigt sein wird. Anwohner wie Silvia K. fühlen sich von der Polizei nicht genügend beschützt, sondern vielmehr im Stich gelassen. Die 31-jährige Mutter wurde schon mehrfach von den Dealern vor ihrer Haustür bedroht, will sich aus Angst nicht zu erkennen geben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diejenigen Staatsanwälte oder Richter, die das okay geben müssen für die Polizeieinsätze, gar nicht so richtig wissen, was hier los ist, nur vom Schreibtisch aus arbeiten, sich die Situation selber noch gar nicht angeguckt haben. Am Rande unserer Dreharbeiten erklärt uns ein Polizeibeamter, der sich nicht zu erkennen geben will. Der Görlitzer Park sei inzwischen zu einem rechtsfreien Raum geworden. Die Polizei hätte in gewisser Weise vor den Dealern kapituliert. Weder der Berliner Senat noch die Polizei sind in der Lage, die Situation in den Griff zu bekommen. Kurt Wanzner ist Mitglied des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. Auch er traut sich ohne Polizeischutz nicht mehr in den Görlitzer Park. Gib's zu, wir sind ein bisschen zu spät dran. Wir haben das zu lange hier so laufen lassen. Mit dem Drogenhandel hier. Und da gebe ich zu, hat sicherlich die Politik ein bisschen zu lange gewartet. Ja, aber ich verspreche Ihnen, oder ich kann den Menschen auch versprechen, das wird beendet werden. Wie soll das beendet werden, was glauben Sie? Mit immer weiter Polizei. Es geht nicht anders. Doch dass sich jetzt wirklich etwas für die Anwohner rund um den Görlitzer Park ändert, daran glaubt allerdings übrigens nicht einmal der Berliner Senat. Trotz verstärkter Polizeipräsenz müsse man jetzt einen langen Atem haben, so Berlins Innensenator Henkel. Ordentliches Fleisch zu kaufen, das ist für viele bisher ein Buch mit 7 Siegeln. Kein Wunder, denn genau so viele Umweltsiegel nutzt die Fleischwirtschaft derzeit im Kampf um die Käufer. Dumm nur, dass kaum einer von uns Fleischkäufern genau weiß, wofür Gütesiegel wie Bio oder Neuland eigentlich genau stehen. Abhilfe schafft jetzt der WWF. Er veröffentlicht heute eine Analyse, die zeigt, welche Siegel wirklich biologisch hergestelltes Fleisch kennzeichnen und welche nicht. Manfred Kessler mit einem Beitrag für alle, für die die Moral vor dem Fressen kommt. Das sind schwäbisch-hellische Landschweine. Es sind glückliche Tiere. Sie bekommen kein Gensoja als Futter, haben Auslauf und ihre Ställe sind hell, luftig und mit Stroh eingestreut. Diese Schweine werden konventionell gemästet und haben einen solchen Komfort nicht. Ihr Leben spielt sich in der Masse und Enge ab. In den Futtertrögen finden sie meist gentechnisch verändertes Soja und sie müssen in der Intensivhaltung schnell schlachtreif werden. Mit einem Einkaufsratgeber möchte die Naturschutzorganisation WWF den Verbraucher auf die Folgen seines Fleischkonsums für Tier und Natur aufmerksam machen.
Wir haben vor allen Dingen ökologische Nachhaltigkeitskriterien angewendet, wie zum Beispiel den Flächenverbrauch, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Pestizideinsatz und Ähnliches. Aber wir haben auch Themen wie Antibiotikaeinsatz, generell Medikamenteneinsatz und auch die Tierhaltung mit einbezogen. Der Einkaufsratgeber beschreibt in Form einer grün-gelb-roten Ampel, welche Fleisch- und Wurstwaren zu empfehlen sind. Grün steht für eine gute Wahl. Das sind in der Regel Produkte mit Biosiegeln sowie Wildfleisch aus der EU. Gelb ist zweite Wahl, Beispiel das Neulandsiegel oder Weidefleisch. Es ist kein Bio, schreibt aber höhere Tierhaltungsstandards vor. Und rot steht für konventionelle Herstellung und Fleisch aus Übersee mit enormen ökologischen Auswirkungen. Denn für den Anbau des Futters werden in Südamerika wertvolle Wälder abgeholzt. Die Verbraucher handhaben den Kauf von Fleisch und Wurst sehr unterschiedlich. Ich kaufe lieber bei einem Metzger, den ich kenne, wo ich den Metzger selber kenne, als irgendeinem anonymen Geschäft. Dass es mager ist und hauptsächlich Putenfleisch. Putenfleisch oder mager Schweinefleisch. Ich tendiere eher zu Bio. Klar, dass das Fleisch der Biolandschweine teurer ist als das Massenprodukt. Doch Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel und sollte es auch bleiben. Der vorrangige Tipp ist erstmal, viel weniger Fleisch zu kaufen. Und der zweite Tipp ist, wenn ich dann Fleisch kaufe, dann sollte es mit einem Siegel versehen sein, dem Bio-Siegel oder noch besser dem Bio-Verbandsiegel, wie zum Beispiel Bioland, Naturland oder Demeter. Über 1 Kilo Fleisch werden im Durchschnitt in der Woche verzehrt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 300 bis 600 Gramm. Bisher werden bei uns 90% des Fleisches konventionell erzeugt. Also weniger zu essen ist manchmal mehr. Unkraut vergeht ja bekanntlich nicht. Es ist derart robust, dass man ihm im Garten zu dieser Jahreszeit, wenn alles schön grünt und blüht, schon recht massiv zu Leibe rücken muss. Die einen, die schwingen dann die chemische Keule, die anderen jäten im Schweiß ihres Angesichts. Dabei geht das heutzutage durchaus bequemer, dank diverser technischer Neuentwicklungen. Wir haben einige für Sie getestet und Julia Milz erklärt uns jetzt, welche Investition sich im Kampf gegen das lästige Unkraut wirklich lohnt. Jeder Hobbygärtner kennt das Problem. Unkraut, wohin man sieht. Auch Karin kämpft regelmäßig gegen die unschönen Pflanzen. Thermische Unkrautvernichter versprechen Abhilfe und zwar langfristig. Gemeinsam mit Gartenexperte Markus Jonas will Karin herausfinden, ob das wirklich stimmt. In thermischen Verfahren bringen wir die Hitze an die Pflanze. Bei 70 Grad gerinnt Eiweiß und damit stirbt die Pflanze ab. Das erste Gerät im Test, der Brenner. Kostenpunkt rund 30 Euro, inklusive einer Gaskartusche. Mit offener Flamme wird das Unkraut verbrannt, klingt effektiv, doch ganz ungefährlich ist das nicht. Man darf es auch nicht unterschätzen, gerade im Hochsommer, wenn es lange nicht geregnet hat und der Garten insgesamt trocken ist, dass dann auch einfach mal der Rasen oder die Hecke einfach Feuer fängt. Karin bearbeitet 1/3 der Terrasse. 30 Minuten dauert das, zumindest schneller als beim Jäten. Das Endergebnis, also wenn ich mit meinem Haken durch bin, dann sehe ich nichts mehr danach. Und jetzt sehe ich hier immer noch überall die Stauden rauskommen. Das nächste Gerät will dem Unkraut mit heißem Dampf an den Kragen. Der klassische Dampfreiniger kostet rund 100 Euro und wird mit Strom betrieben. Wasser wird in 7 Minuten auf rund 100 Grad erhitzt. Karin soll den heißen Dampf dann mit verschiedenen Aufsätzen so nah an die Wurzel bringen, dass die Pflanzenzellen platzen. Das reicht schon. Das reicht schon. Mensch, das sieht ja richtig fix hier, wa? Nur 15 Minuten braucht Karin, um das Unkraut zu benebeln. Hier haben wir mal so einen Vergleichslöwenzahn aus dem Rasen. Also hier sieht man ganz klar, die ganze Spannung aus dem Gelag ist raus. Das modernste und zugleich teuerste Gerät, der Infrarotbrenner. Hier werden Keramikelemente durch Gas auf rund 1000 Grad erhitzt. Die heißen Strahlen sollen dann die Zellen gezielt zerstören, sodass das Unkraut verwelkt. Doch davon sieht man jetzt noch nichts. Man weiß gar nicht, hat es jetzt funktioniert oder nicht? Ein Ergebnis ist bei allen erst nach circa 3 Tagen sichtbar. So lange brauchen die Pflanzen, um abzusterben. Der Brenner hat nicht überzeugt, das Unkraut hat sich weiter ausgebreitet. Der Infrarotbrenner hat die Pflanzen ausgetrocknet, weg sind sie aber nicht. Ein gutes Ergebnis hat nur der Dampfreiniger erzielt. Wir haben hier den Effekt, dass wir die Hitze am effektivsten an die Wurzel der Pflanze kriegen. Und daher ist es keine Überraschung, dass es hier auch so deutlich vor den anderen beiden abgeschnitten hat. Karin wird ihren Pflanzen also nun regelmäßig Dampf machen. Ein exklusiver Kreis von Japanern führt seit kurzem ihr Leben auch nach dem Tode weiter.
als Puppe. In einem Dorf im Süden Japans ersetzt nämlich eine Frau jeden Verstorbenen und auch die Weggezogenen durch eine lebensgroße Puppe. Mehr als 150 bevölkern inzwischen schon den Ort. Was für uns etwas merkwürdig bis morbide klingen mag, ist für Tsukimi Ayano auch ein Schritt gegen die zunehmende Vereinsamung auf dem Land. Unsere Korrespondentin Katja Eichhorn war im Dorf der Lebenden und der Puppen. Von wegen Einsamkeit. Verlassene Straßen und Felder. Von wegen nur noch Alte, keine Kinder mehr, wie in so vielen Dörfern Japans. Hier in Nagoro, in den zerklüfteten Bergen im Süden Japans, ist es genau so und doch anders. Puppen ersetzen die Menschen. Für jeden, der wegging oder starb, fertigte Tsukimi Ayano ein Ebenbild. Mittlerweile mehr als 150. Mir ist es wichtig, das Beste aus dem Jetzt zu machen und Freude zu haben. Und Freude spürt die 65-Jährige, wenn sie aus alten Zeitungen und Kleidern Puppen bastelt. 2 Tage für ein Meisterwerk, das etwa 2 Jahre hält. Zuerst sollten es nur Vogelscheuchen sein, ein Schreck für Krähen und Tauben. Doch schnell wurde daraus ein Hobby, von dem Ayano nicht lassen kann. Nicht immer ist gleich zu erkennen, ob Puppen auf dem Feld sitzen oder wie in diesem Fall 2 der übrig gebliebenen 35 Einwohner. Die meisten verbringen die Tage zurückgezogen in ihren Häusern. Sie sind alt, weit älter als Tsukimi Ayano. Das ist Sinnbild für die japanische Gesellschaft. Seit 10 Jahren sinkt die Bevölkerungszahl, der Altersdurchschnitt steigt. Die Auswirkungen sind fatal. Arbeitskräfte fehlen, die Wirtschaft erlahmt und die Gesellschaft altert. Das Sozialsystem droht zusammenzubrechen. Vor allem, weil auch immer mehr Arbeitskräfte ins Ausland abwandern. Die Folge? Fabriken und Unternehmen müssen schließen. Ein Teufelskreis. Und gleichzeitig eine Entwicklung, die sich jetzt schon in der Abwanderung aus den Dörfern zeigt. Nachdem hier die Arbeitsplätze wegfielen, schlossen auch die Schule, die Arztpraxis, der Friseur, der Tabakladen, die kleine Kneipe und die beiden Gemischtwarenläden. Zum Glück können einige von uns noch Auto fahren. Bis in die nächste Stadt brauchen wir 1,5 Stunden. Das Paradox, das Dorf füllt sich wieder, zumindest stundenweise, mit begeisterten Touristen aus aller Welt. Am meisten beeindruckt mich, dass sie das nur macht, weil sie Lust darauf hat, nicht aus kommerziellen Gründen. Sie will einfach nur, dass es für sie ein lebenswerter Ort bleibt. Tsukimi Ayano gestaltet ihr Leben, soweit sie es gestalten kann. Aus der Erinnerung erwächst die Zukunft, manifestiert im Jetzt. Egal, was andere denken, ob es ihnen gefällt oder nicht. Heute ist ja der internationale Tag der Pflege, ein Thema, das uns in Zukunft immer mehr beschäftigen wird. Nicht nur, weil die Zahl derer, die Pflege brauchen, immer weiter steigt und diejenigen, die diese Pflege leisten sollen, viel zu schlecht bezahlt werden, sondern auch deshalb, weil immer mehr Menschen, die beruflich gar nichts mit der Pflege zu tun haben, plötzlich notgedrungen zu Pflegekräften werden. Denn die meisten Pflegebedürftigen, mehr als 70%, die werden ja zu Hause versorgt. Ja, und das bringt die Angehörigen oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, wie Astrid Spiegelberg uns jetzt in ihrer Mima-Menschen-Reportage zeigt. Inge Nether ist seit 10 Jahren dement. Sie lebt im brandenburgischen Tantow. Ihre Tochter Gerlind ist bei ihr, um sie in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu betreuen. Die Pflege der Mutter mit den Anforderungen ihres Berufs zu vereinbaren, das ist schwer. Obwohl seit dem 01.01.2015 das Pflegestärkungsgesetz in Kraft ist. Darin heißt es, jede Pflegesituation ist anders. Die pflegenden Angehörigen sollen deshalb besser in ihrer konkreten Situation entlastet werden. Gerlind Nether zieht eine erste persönliche Bilanz. Sie ist Ärztin. Seit sie ihre Mutter pflegt, arbeitet sie nur noch 15 Stunden pro Woche als Gutachterin in der Agentur für Arbeit in Cottbus. Der Gesetzgeber versucht ja Lösungen anzubieten, indem man eben dieses Modell in der Familienpflegezeit hat, dass man 2 Jahre reduziert arbeiten kann, aber eine Gehaltsaufstockung auf eine gewisse Prozentzahl bekommt,
Aber anschließend müssen sie 2 Jahre voll arbeiten und kriegen aber auch nur dieses niedrige Gehalt. Und das ist ja bei Menschen unterer Gehaltsklassen wäre ja sowas gar nicht realisierbar. Zumal sie ja auch gar nicht wissen, ob nach 2 Jahren die Pflegezeit beendet sein kann. Früher ging Inge Nelter alles mühelos von der Hand. Sie kümmerte sich um die 4 Kinder, den Haushalt, den Garten und unterstützte ihren Mann in seiner Tierarztpraxis. Mit Mitte 60 vergaß sie, wie einfache Gerichte zu kochen sind, verlor zunehmend ihre geografische Orientierung. Demenz ist ein schleichender, anfangs für die Familie schwer zu deutender Prozess. Mit 68 kam die Mutter nicht mehr allein im Alltag zurecht. Also es war so, ich war ja mit in Eberswalde in der Gedächtnissprechstunde. Einerseits dachte ich, aha, und andererseits habe ich gedacht, scheiße, ist wirklich Mist. Weil ich wusste, was drauf zukommt auf uns als Familie. Oder vielleicht auch überheblich. Ich wusste ja auch nicht, dass ich 10 Jahre später immer noch in der Situation bin, mich mit meiner Mutter zu beschäftigen. Und ich konnte nicht ahnen, welche Ausmaße das annehmen wird. Das konnte ich nicht. Ein Heim kam nie in Frage. 10 Jahre lang wurde Inge Nelter von ihrem Mann gepflegt. Die 4 Kinder und ein mobiler Pflegedienst unterstützten ihn dabei. Im Oktober 2014 starb er völlig unerwartet. Kurz nach seinem Tod übernahm Tochter Gerlind die Pflege. Meine Arbeitszeit konnte ich deutlich reduzieren. Das ist mir sehr entgegengekommen. Dieses Pflegeverstärkungsgesetz macht das ja möglich oder lässt das ja zu. Aber bei mir ist nach wie vor eben dieses Problem, dass ich sehr weit fahren muss, um an diesen Ort zu kommen, wo ich diese 15 Stunden Arbeit leiste. Tanto, der Wohnort der Mutter, und Cottbus, ihr Arbeitsort, liegen 260 Kilometer auseinander. Die Mutter muss, wenn die Tochter arbeitet, in ein Heim. Dieser ständige Wechsel ist nicht gut für sie. Zugunsten der Pflege aber ganz ihre Arbeit aufzugeben, kann sich die Ärztin nicht leisten. Wenn ich finanziell nicht abgesichert bin, auch vielleicht in der Zukunft durch meine Rentenansprüche zum Beispiel, dann habe ich Ängste. Und da ist dieser Ansatz, den die Gesellschaft noch mehr leisten könnte. Das klingt auch wieder nach vielen Forderungen, aber nach meinem Dafürhalten ist die finanzielle Absicherung eines pflegenden Angehörigen immer noch zu gering. Gerlind Nelter ist selbst Mutter. Ihre beiden Kinder sind Anfang 20 und studieren. Es dauert noch einige Zeit, bis sie völlig auf eigenen Füßen stehen. Ihnen zuliebe hat sie beruflich zurückgesteckt. Kaum waren sie aus dem Gröbsten raus, wurde ihre Mutter ein Pflegefall. Seit dem Tod des Vaters steht sie wieder vor der Situation, Betreuung und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Sie weiß aus Erfahrung, wie wichtig es ist, sich Netzwerke aufzubauen und auch professionelle Unterstützung anzunehmen. Eigentlich braucht man eine Einrichtung grundsätzlich, die einen begleitet. Also ich denke, eine Demenzpflege über Jahre zu machen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, ohne eine regelmäßige Unterstützung, das ist eine Illusion. Also das sollte sich, also da müsste man schon ein äußerst starker Charakter sein. Und also ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren kann. 70% der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause betreut. Die pflegenden Angehörigen leisten enorm viel. Gerade diese emotionale Schiene, weil das Emotionale ja beim Demenzkranken besonders lange auch als Qualität erhalten bleibt. Und das kann ein gut abgesicherter Angehöriger besser leisten, als das jeder Pflegedienst oder jede Pflegeeinrichtung leisten kann. Du kannst gerne schon aufstehen, wenn du magst. Komm, aufstehen. Komm, ich helfe dir. Komm mal hoch. Ihr größter Kritikpunkt in Ihrer konkreten Lage? Diese Situation, dass es mir doch sehr schwer gemacht wird, die Möglichkeit zu finden, in der Nähe sozusagen meine Arbeitskraft einem Arbeitgeber wie auch immer zur Verfügung zu stellen. Also da würde ich mir wünschen, dass ein großer Arbeitgeber, der also verschiedene Arbeitsorte auch anbietet, dass ich einfach mit meiner privaten Situation ein bisschen mehr berücksichtigt werde. Bis zu 2 Jahre kann es dauern, ehe über ihre Versetzung entschieden wird. Das ist viel zu lang. Ihre Mutter ist 78. Auf jeden Fall will die Ärztin sie bis zum Schluss pflegen. Meine Mutter hat ihre Schwiegermutter hier ein ganzes Jahr vor dem Tod gepflegt. Ja, wir haben das als Kinder hautnah miterlebt, dass man das so macht. Und deswegen war es eine Selbstverständlichkeit, so jetzt auch zu handeln. Ja. Von ihrem einst so geliebten Garten nimmt Inge Nelter heute keine Notiz mehr. Umso mehr genießt ihn ihre Tochter Gerlind. Hier tankt sie Kraft, um alles zu schaffen.
Eigentlich stammen sie ja aus Ungarn, die Zackelschafe. Dort waren sie früher weit verbreitet. Die Tiere tragen einen imposanten Kopfschmuck, so ein V-förmig abstehende, korkenzieherartig gedrehte Hörner. Mittlerweile sind sie allerdings vom Aussterben bedroht. Gut, dass sich einige passionierte Züchter solcher seltener alter Schafsrassen angenommen haben. Zum Beispiel Hannes von Heimendahl. Für Deutschland ist Spitze hat ihn meine Kollegin Ina Baltes auf seinem Gut besucht. Eine Schafsfamilie am Niederrhein. Die Wolle gefleckt, mächtige Hörner auch beim weiblichen Schaf. Die seltenen Tiere kommen aus England. Er ist jetzt 6 Tage alt, ist ein Bock. Dann hat er noch eine Zwillingsschwester, die konnte ich leider nicht bekommen. Die läuft jetzt hier rum. Ich suche natürlich jetzt die Mutter. Zwillinge? Also diese Jakobschafe, die sind sehr häufig damit. Wir haben auch schon Drillinge gehabt. Der Name der Schafe kommt der Sage nach von Jakob aus dem Alten Testament. Alle Jakobsschafe haben 2 Hörner, manche sogar 4. Die Heimat der Schafe, Idylle pur. Ein historischer Gutshof bei Krefeld am Niederrhein mit Wurzeln mehr als 500 Jahre alt. Das Wohnhaus wie ein Schloss. In 5. Generation lebt hier die Familie von Hannes von Heimendahl. Sein Vater hatte ein Herz für seltene Schafsrassen und brachte die von Reisen mit nach Hause. Ich bin sicherlich mit dem Jakobschaf hier groß geworden, aber das ungarische Zackelschaf hat tolle Augen. Wenn man denen tief in die Augen guckt, sieht das wunderbar aus. Also hat wirklich jedes Schaf seinen eigenen Charakter. Die hier sind eigentlich scheu wie Rehe, außer das Futter lockt. Eine wilde Horde Zackelschafe, die Augen schwarz-weiß, fast dämonisch. Aus Ungarn stammen diese wolligen Exemplare, heute eine geschützte Tierrasse. Ganz Europa lebt hier auf dem Hof. Die hier sind eine Kreuzung aus Deutschland und Holland, ganz zahm und mit einem durchdringenden Blöken. Die Bentheimer Landschafe sind sehr treu und zahm. Und laufen eigentlich wie ein Hund hinterher. Sehr viel Spaß. Der Gutsherr züchtet die seltenen Rassen, um sie zu erhalten, aber am Ende auch für die hofeigene Schlachterei. Bis dahin aber leben sie glücklich in der Natur und werden liebevoll gepflegt. Dieses Jakobsschaf muss eingefangen werden. Es kam nicht mehr richtig mit in der Herde. Das liegt dann wahrscheinlich wohl an den Klauen. Die gucke ich mir jetzt mal an. Wie man sieht, stehen sie auch hier ein bisschen an der Seite, ein bisschen zu hoch. Das tut den Schafen dann halt auch ein bisschen weh beim Laufen. Deswegen werde ich da jetzt mal... Das tut denen aber nicht weh, das Nein, Schneiden. Überhaupt nicht. Das ist wie Fingernägel schneiden. Genau. 350 lebendige Rasenmäher sind es auf dem Hof. Alle 4 Wochen kommen sie auf eine neue Weide. Ein glückliches Schafsleben ist das hier am Niederrhein. Und zwar für jede Rasse und natürlich für jede Farbe. Also wenn wir vom ZDF Mittagsmagazin einen Betriebsausflug machen würden, ja, dann wird uns so ein Reisebus, so ein Mini-Reisebus reichen. Für diesen Betriebsausflug einer chinesischen Firma nach Frankreich aber brauchte man 146 Reisebusse, 2 TGV-Hochgeschwindigkeits-Sonderzüge, ach ja, und auch noch Dutzende Charterflugzeuge. Wie so ein sozialistischer Kollektivausflug von 6.400 Werktätigen nach Paris und an die Côte d'Azur aussieht, das zeigt uns jetzt Britta Hilpert. Wenn ein chinesischer Multimilliardär es nur will, dann ist sogar die berühmte Promenade des Anglais in Nizza fest in chinesischer Hand. Der Chef des Konzerns lud zum Firmenjubiläum die Hälfte der Belegschaft nach Frankreich ein. Gut organisiert, das Erinnerungsfoto, das dabei etwas größer geriet. Wir wollen, dass die ganze Welt den Namen unserer Firma kennt. Und dafür kommen wir an den schönsten Ort der Welt. Erst Paris, dann Côte d'Azur. Züge gechartert, 4- und 5-Sterne-Hotels gebucht. Den Chef kostet der Betriebsausflug rund 20 Millionen Euro. Die Aufmerksamkeit ist es ihm wert. Wie viel Geld seine Angestellten hier lassen, ist nicht bekannt. Anzunehmen ist eine ganze Menge. Taschen, Ringe und vieles mehr. Ich liebe Frankreich. Super, das Shopping hier. Alles, was niedlich ist, kaufe ich.
Und alles, was anders ist, wird probiert. Wir haben schon Schnecken gegessen, die regionale Hühnchenspezialität und das Eis. Chinesische Gäste sind hier gern gesehen. Ungewöhnlich ist nur diese Menge. Es wird aber wohl öfter vorkommen, denn mit 100 Millionen Chinesen rechnen sie hier im nächsten Jahr. Frankreich will nun die Visa-Anträge der Chinesen besonders schnell bearbeiten. Was dieser Betriebsausflug zeigt, ist das Potenzial Chinas. Und es ist auch für uns eine gute Werbung. Denn natürlich berichten auch die chinesischen Medien darüber. Der Chef von Tiens ist auf der Liste der reichsten Chinesen nur Nummer 24. Die rekordverdächtige Einladung könnten andere chinesische Konzernchefs also durchaus kopieren. Die Angestellten und die Stadt Nizza wären wohl begeistert. Und können auch gerne zu uns kommen. Wir haben ja auch was zu bieten, Katja. Tolle Städte, auch ein wunderschönes Wetter, fast so wie in Nizza. Ein bisschen schwül wird es heute und es drohen sogar richtig gefährliche Unwetter. Ja, richtig schwere Unwetter. Tatsächlich mit Hagel, Platzregen und Sturmböen. Auch Tornados sind nicht auszuschließen. Nur vorhersagen können wir Tornados nicht, weil sie so kleinräumig und kurzlebig sind. Riesengroße Tornados wie in den USA gibt es bei uns meist doch nicht, zum Glück. Wobei so ein Wolkenrüssel bei tiefstehender Sonne wie hier in Texas am letzten Wochenende ja durchaus seine Faszination hat. Tornados schlagen Haken und lassen ein Haus stehen, um das Nachbarhaus völlig zu zerstören. So wurden im texanischen Van fast ein Drittel aller Häuser beschädigt. Und auch in Arkansas wüteten in den letzten Tagen schwere Tornados. Während es in den USA 1000 bis 1200 Tornados pro Jahr gibt, sind es bei uns eben doch nur 60 bis 80. Diese schweren Gewitter, die gab es ja hier in Arkansas und auch in Texas. Aktuell gibt es nur ein geringes Tornadorisiko. Und damit verlassen wir Nordamerika und schauen uns die Unwetter bei uns hier in Deutschland an. Da sind Wolken herangekommen, die haben bislang aber nur Regenschauer und etwas Regen gebracht an der Nordsee. Aber wie Sie sehen, ziehen die Wolken weiter nach Südosten. Und dann prallt diese kühle Luft von der Nordsee auf die sehr schwülwarme Luft hier im Süden. 30 Grad erwarten wir am Oberrhein. Und so haben wir es eben mit Gewittern zu tun. Die ziehen jetzt am Nachmittag zum einen hier im äußersten Nordosten vorbei, aber dann entwickeln sie sich an Ort und Stelle in einem Streifen etwa vom Saarland bis nach Rügen. Und Sie sehen, heute Abend wird es also am kräftigsten gewittern in der gesamten Osthälfte. Da ist wirklich mit Hagelplatzregen und Sturmböen und vielleicht sogar mit Tornados zu rechnen. In der Nacht ziehen die Gewitter dann weiter nach Südosten. Am heftigsten fallen sie noch im Erzgebirge aus, sonst klingen sie mehr und mehr ab. Im Nordosten, im Nordwesten auch wird es dann klar, die Temperaturen sinken dort zum Teil bis 5 Grad im Saarland. Milder bleibt es unter diesen Gewitterwolken in Süddeutschland mit 11 bis 14 Grad. Und die Temperaturen morgen sind zweigeteilt. In der Nordhälfte hinter der Kaltfront sind es nur noch so 12 bis 17 Grad. Sonst aber dank der Sonne und Hoch Ulrike geht es doch auf 18 bis 25 Grad rauf. Und nur am Alpenrand müssen wir uns auch morgen noch auf Regenschauer und Gewitter einstellen. In der Ostsee gibt es auch ein paar Schauer. Sonst aber freundliches Wetter morgen. Christi Himmelfahrt, dann gibt es im Westen zumindest durchwachsenes Wetter. Im Nordosten wird es ganz schön. Der Freitag bringt dann Dauerregen in Süddeutschland. Der Samstag, da dreht sich das Wetter dann wieder so ein bisschen um, also ein bisschen wechselhaft. Aber immer mal ist doch auch Sonne für jeden dabei. Und im Namen der ZDF-Fußballgruppe darf ich fragen, dürfen wir um 18 Uhr heute Fußball spielen? Naja, wenn ihr genau den Himmel beobachtet, könnte es gut gehen. Mhm, danke. Ich hoffe es auch, sonst wird das nichts morgen mit dem Wiedersehen alter Frische. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Bitte, kein